Moin und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. So, warum Minecraft? Warum spiele ich Minecraft? Weil ich Bock drauf habe, ganz einfach deshalb. Ich habe das jetzt schon längere Zeit wieder privat gespielt und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, es passt auf den Kanal. Es ist halt auch ein Survival-Game. Ist halt nicht jedermanns Sache, weil es so ein Pixel-Game ist. Ist aber besser als PixArk. Also von daher ziehen wir einfach durch. Ich habe auf jeden Fall Bock und keine Sorge für die, die hier wegen Ark sind. Ark bleibt weiterhin bestehen. Am Montag und am Freitag kommt Ark Storytime. Gar kein Problem. Minecraft wird wohl nur einmal die Woche kommen. Immer mittwochs versuche ich das Ganze. Wir gucken mal, ob wir das hinbekommen. Und wenn nicht, ist das halt so ein bisschen ein offenes Format auf jeden Fall auf dem Kanal. Und das Witzige ist jetzt, ich habe tatsächlich einfach mal in diesen Seed Generator Nico der Profi eingegeben, genau wie mein Kanal geschrieben wird. Und wir haben einfach direkt am Spawn ein Dorf. Ja, das ist schon mal mega cool. Feiere ich auf jeden Fall. Ich dachte, ich probiere das einfach mal irgendwie mit meinem Namen. Und es scheint auf jeden Fall schon mal irgendwie eine coole Sache zu sein. Wir gucken mal. Also der Plan auch hier bei dem Let's Play, was ist das? Das ist so ein Kompost-Ding. Oh. Ja, es tut mir leid. Wo bist du hin? Entschuldigen. Guck mir nicht so. Junge, guck mir nicht so vor, was. Ich baue es doch wieder ab. Es ist doch gar kein Problem. Das ist ein Birkenstamm. Kann ich mal bitte gar nichts in die Hand? Was ist denn das? Kann ich darauf zugreifen? Nö. Okay, also ich kenne viele Sachen einfach nicht. Ich habe Minecraft sehr, sehr lange Zeit. Und eine Katze, glaube ich. Warte mal, mit C kann ich ranzoomen, ne? Uiuiui. Das ist ja wie betrunken da mit der Maus. Und wenn wir Fisch hätten, könnten wir uns die zähmen. Das weiß ich noch. Ich weiß auch noch, wie man einen Hund bekommt. Aber ich weiß eben ganz, ganz viele Sachen in dem Spiel nicht mehr, weil so viel Neues dazugekommen ist. Und ich muss sagen, seitdem PewDiePie halt spielt, habe ich auch wieder mega Bock bekommen, weil ich das sehr, sehr gerne gucke. Wir schauen uns einfach mal so ein bisschen um. Wie gesagt, kein Plan. Ich weiß noch, wie eine Werkbank geht und das war es irgendwie auch schon. Ich glaube, wir könnten theoretisch, wenn die weggucken, uns das Stroh mitnehmen und einfach mal unter den Nagel rein. Sind die denn alle so nah bei mir die ganze Zeit? Wir fangen einfach mal an. Wir lassen uns mal irgendwo in der Nähe nieder, glaube ich, weil ein Dorf in der Nähe zu haben, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Früher waren die ja nicht so wertvoll, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Beziehungsweise hat man da einfach nicht so viel rausgekommen. Also wir gucken uns jetzt heute mal ein bisschen um. Wir werden dann einfach mal versuchen, das Spiel auch durchzuspielen, weil das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe noch nie den Ender Dragon besiegt. Ich habe noch nie den Wither besiegt. Gar nichts. Und eigentlich wäre es doch mal gut, wenn wir mal so eine Werkbank hier hinsetzen. Achso, man kann auch dieses Buch hier aktivieren, sehe ich gerade, ne? Also dann werden einem quasi die Rezepte angezeigt, die man so benutzen kann. Wir werden jetzt erstes jetzt mal eben ein bisschen Stein holen. Ach, ein Bett brauche ich eigentlich so früh nicht, ne? Weil wir haben ja theoretisch halt die Dorfbewohner bei uns in der Nähe, bei denen wir uns einquartieren könnten. Aber wir gucken einfach mal, wir hauen uns mal so einen kleinen Steinbruch hier rein. Was ist das denn hier vorne? Ich kann auch wieder nicht darauf zugreifen. Entweder das ist einfach nur so ein Deko-Block oder tatsächlich kann man da was machen. Wird es irgendwie schon dunkel? Man weiß es nicht. Ah, hier ist so eine Steinsäge. Ich habe es mal auf Deutsch auch umgestellt. Kein Plan, was man damit machen kann. I don't know. Für Essen ist erstmal gesorgt. Oh Gott. Oh, verdammt. Habe ich mich erschrocken. Ich habe noch kein Schild. Ich habe noch kein Schild. Gehen Sie bitte weg. Halten Sie bitte Abstand. Ha, du. Es sind da zwei. Das gibt's doch nicht. Ist da noch einer? Oder ist es. Was ist denn los? Was ist denn hier los, verdammt nochmal? Ja, macht euch gegenseitig fertig. Ich will aber die Kills haben und die EP. Aha. So, Leute. Und so würde es dann in Zoro 3 auch aussehen. Das ist doch gar kein Problem für mich. Hier ist Eisen. Erstmal nochmal ein Brötchen hier. Ein Brot reinhauen. Ich hätte gerne Kohle, bevor ich da reingehe. Aber Eisen für ein Schild. Warum nicht? Sag mal, wisst ihr das eigentlich, dass ihr über einer Höhle gebaut habt? Ist das so bekannt bei euch? Ist das bekannt, dass ihr über eine Höhle gebaut habt? Okay. Da sagt gerade selber, es ist schon. Das wussten die schon von vornherein. Haben sie aber trotzdem gemacht. Weil sie wussten, dass ich irgendwann vorbeischauen würde. Weil das ist ja quasi mein Seed. Deswegen hoffen die jetzt auch so ein bisschen natürlich, dass ich die Dorfbewohner hier rette. Die Katze ist im Wasser. Ich wollte gerade reinschubsen. Was geht denn bei. Was ist denn? Hä? Hä? Warum? Du willst mit mir nicht handeln? Ups. Ich hätte gern jetzt Kohle. Da haben wir doch Kohle. Nehmen wir uns direkt mal ordentlich was mit. Schmelzen das Metall. Machen ein paar Fackeln und dann gehen wir am besten direkt mal runter in die Höhle. Ja, hier hört man auch direkt Zombies. Also hier scheint direkt irgendwo was zu sein. Ich würde sagen, wir lassen uns erstmal so ein bisschen hier auch nieder. Was? Was ist der Tod schon? Der ist noch. Du. Hallo. Lass den Dorfbewohner in Ruhe. Jetzt reicht's aber hier. Oh Gott. Ich dachte gerade, was ist das denn? So, wir haben mal das Schild bekommen. Das legen wir mal direkt an und noch ein paar Boots für uns. Ich habe übrigens noch einen Joker-Skin an, den ich irgendwie schon seit Jahren habe. Wir haben 12 Fackeln. Wir latschen jetzt einfach mal hier runter. Der eine Zombie kam ja schon raus und die Skelette auch. War das hier, wo die rauskamen? Das hat sich gelohnt. Da müssen wir irgendwo anders reinkommen, wo auf jeden Fall auch noch Kohle ist, damit ich noch wieder Fackeln bauen kann. Hier ist doch Kohle. Ach, so weit gelaufen für nichts. Wir gucken einfach mal weiter. Hier sind ja noch mehrere Eingänge. Hier geht es aber auch schon wieder direkt raus. Wir hauen uns jetzt mal weiter durch die Wand durch. Ich habe
habe eben hier ein bisschen Kohle und Metall gefarmt. Und hier habe ich die ganze Zeit noch Zombies und Spinnen gehört. Irgendwas ist auf jeden Fall unter dem Dorf. Und ich frage mich, warum die ausgerechnet hier ihr Dorf gebaut haben. Jetzt reden wir doch mal. Jetzt sind wir doch in der Höhle. Oh, das war nicht gut. Oh, das war doch vielleicht auch ganz gut. So, weg mit dir. Ei, ei, ei. Nicht hier durchbeißen, verdammt nochmal. Und Skelettmann, wir markieren uns einfach mal den... hat er mich getroffen. Oh, da ist noch ein Creeper. Skelettmann wurde mit weggebamst. Und weggebamst ist der absolute richtige Ausdruck dafür. Ah, ein Zombie diesmal nur. Diesmal nur ein Zombie. Das ist auch, glaube ich, den wir gehört haben hier. Was habe ich gerade gesagt? Das ist auch, glaube ich, der, den wir gehört haben. Ist das richtig? Habe ich das gesagt? Ich habe das Gefühl, ich habe gesagt, das ist den wir auch gehört haben. Das wäre ja komplett falsch. Noch zwei? Ach so, haben wir da heute Zombie-Versammlung oder was ist los? Da oben ist ein Skelettmann gewesen. Bin gespannt, wo wir hinkommen. Ans Ende. Okay, sehr schön. Frage mich, warum die, wie gesagt, ihr Dorf hier drauf gebaut haben. Aber er hat ja gesagt, dass sie es wussten, dass ich vorbeikommen würde. Was bewachst du denn da? So, haben wir das auch geregelt. Hier hört man doch schon direkt wieder die Bewohner. Wo kommen wir jetzt hier raus? Okay, ich glaube, die führen irgendwas im Schilde. Und das Chicken auf jeden Fall auch. Vielleicht stecken die Dorfbewohner aber auch mit den ganzen Monstern hier unter einer Deko und wollen uns hier nur auf eine falsche Fährte locken. Hier geht's auch nochmal rein. Hier ist Kohle, Metall und ein Zombie-Freund. Da geht's halt echt ganz schön weit runter. Also ich sehe halt gar nichts. Ich wollte gerade sagen, es hört sich schon mal vielversprechender an, weil wir gerade einen Zombie gehört haben, aber irgendwie... wir buddeln einfach nochmal durch. Ja, das sieht doch wieder gut aus jetzt hier. Ein Zombie ist auf jeden Fall schon mal da und möchte uns begrüßen. Hallo? Hallo? Oh, ein Skelettmann. Beruhig dich da mal bitte. Oh, er darf mich nicht treffen. Jetzt ist er da sehr schön durch einen eigenen Fall gestorben. Ich habe nämlich gar nichts mehr zu essen mit. Das ist gar nicht mal so schlau gewesen, was ich jetzt hier mache. Jetzt noch weiter rein. Die erste Lava, die wir auch in der Höhle finden. Ich kann leider nicht weiter rein. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Also ich finde schon weiter rein. Nein. Ah, haben wir. Schön. Darf jetzt nicht passieren. Noch ein Hit und ich bin hier down. Noch mehr Lava. Aber hier geht's ja auch noch weiter. Oh, da kommt was. Da ist wieder ein Skelettmann. Das ist nicht gut. Der könnte jetzt quasi die Folge beenden, wenn ich sterbe. Langsam und sicher vorgehen. Will natürlich wissen, was hier ist. Ach, der will uns doch komplett trollen. Uiuiui. Ich wollte gerade sagen, der will uns doch komplett trollen. Komm doch raus hier. Komm raus. Ach, das sind zwei sogar. Jetzt will er uns haben. Jetzt will er es. Da kam schon wieder einer. Ja, komm her.